Was geht ab, meine Freunde, zu einer weiteren Folge Craft Attack mit dem Klim. Hallo. Ich glaube, ich veröffentliche bald eine EP, ja, wo ich ein bisschen singe. Ich würde die auf jeden Fall kaufen. Ja. Ich glaube, Bushido wird mich sogar ein bisschen featuren. Oh, fuck. Das hast du nicht so ganz durchgeplant, glaube ich. Geh mal. Was mit dem Zombie? Ja. Na, geht. Hast du denn schon den Weg? Oh. Pass auf, töte den nicht, ne? Ne, klar, ich hau den an. Guck mal, der chillt hier ein bisschen mit mir. Das ist mein neuer Kollege. Wie heißt der? Parker. Parker? Weißt du, warum Parker? Weiß ich nicht. Weil egal, wie gut du parkst, Peter war Parker. Ach so, okay. Und ich hab noch einen Witz erfunden. Dieser Peter war Parker, der ist schon ein bisschen alt von mir. Aber ich hab einen neuen guten, der ist jetzt wieder aggro auf mich. Und zwar, egal wie gut du reitest, ja. Programme haben Reiter. Das stimmt. Da hast du absolut recht. Voll gut, ne? Super gut. Ich versuche jetzt mal hier einen Weg zu finden. Ich kenne nur, egal wie dicht du warst, Goethe war dichter, den kenne ich. Na, der ist aber nicht gut. Der ist super alt auch. Ach, ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, oder? Weiß nicht. Hier ist, ja, hier geht der weiter. Perfekt. Ich habe gewusst, der ist hier irgendwo der Weg. Sag Bescheid, dann lasse ich den Villager los. Ja, lass den los. Halt dich an mir fest. Dann komm zu mir. Lauf weg und lauf... Nee, ist okay. Good, jetzt ist der aber auf dich aggro. Ich will ja, dass er auf mich aggro wird. Achso, ja, warte, dann laufe ich weg. Halt dich an mir fest, wenn dein Leben dich... Der ist Villager geworden, aber der Falsche. Der ist ein Cleric geworden. Ein richtiger Highwan. Also doch, ist. Ja. Warum haut er mich immer noch? Nee, das war ich aus Versehen mit der Schaufel. Okay. Danke. Hammer. So, jetzt schieben wir den mal hier lang. Hier gelandet? Keine Ahnung. Ach, das ist die Redstone-Schaltung des Todes. So. Boah, ich hätte den. So, jetzt mach ich hinter mir zu. So. Ah, wir sind jetzt bei mir im Keller. Das ist auch mein Plan gewesen. Keller ist nämlich gut. Bei Bizepserei. Jetzt wäre ich fast gestorben. Warum? Weil ich hier runtergefallen bin. Läuft bei dir gut manchmal. Läuft super, aber ich bin ja nicht gestorben. So. Nein, Villager, nicht fliehen. Warum ist hier eine Redstone-Schaltung? Das gefällt mir nicht. Hui. Vor allem wo und warum? Wo denn? Warum ist hier eine Redstone-Schaltung? Du bist jetzt gerade... Ah, ich weiß, wo ich bin. Ja, die Lampen. Genau. Ich baue mich mal hier unverschämt hoch, ne? Wo ist eigentlich der Tag-Nacht denn so? Ach, hier und runter. Hier bin ich erst. Hammerhart. Ich habe gedacht, ich wäre weiter. Dann müssen wir wohl oder übel Schienen legen und die mit den Schienen transportieren. Ja, wenn du Schienen hast, ich habe keine. Ich habe Schienen. Das ist praktisch. Ich habe echt das Gefühl, dass von den Beacons meine Legs so ungefähr prozentual um 70% gestiegen sind. Ja, ist auch so. Bei den Beacons habe ich irgendwie 30 Frames oder 20 und ohne habe ich 400. Bei mir, ich habe eine Mille. Minimum steht da. Da steht immer so Minimum eine Mille. Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Und mit Beacons habe ich konstante 17 FPS. Das ist weniger als eine Mille. 4 Schwarzeichen-Zaplings und Schild geliehen, liebe Klim. Läuft bei dir gut. Warte, ich gebe dir das Schild schon mal wieder. Hier. Das kann nicht sein, ich habe viel zu wenig Schienen. Ich habe nicht nur 11. Das geht nicht. Hast du die vielleicht auch noch irgendwo anders? Nee, ich hab ein System. Okay. Aber das ist... Hier ist noch Eisen. Bisschen. Ja, Eisen habe ich... Aber wo sind meine Schienen? Ich weiß, dass ich da hinten Schienen habe. Da schon verlegt, aber trotzdem. Warum steht hier ein Schild mit der Aufschrift EW? Vielleicht hat jemand außerdem platziert, wollte dabei gehen und dann hat er EW gedrückt. Das kann sein, ja. Das sind aber nur ein paar Schienen, das kann nicht sein. Wo bist du denn jetzt? Ich bin gerade bei meiner Villager-Farm. Ach, hier. Kannst du mir mein Minecart bringen? Meinst du, es lässt sich einrichten? Ich kann dir ein Minecart bringen, ja, kein Problem. Und ein Hebel. Und ein Hebel. Ja. Das ist auch kein Problem. So, dann kriegen wir ein wenigstens schon mal dahin. Warte, aber ich musste dafür Eisen nehmen von dir, ne? Weil ich habe keins. Ich glaube, ich habe ein Minecart. Wo denn? Bei mir in der Truhe. In der Truhe? Ganz hinten rechts. Ganz hinten rechts ist kein Minecart drin. Dann habe ich keins mehr. Ganz hinten links ist auch keins. Dann habe ich wohl oder übel keins mehr. Ja, Klim, so ist das Leben manchmal. Das ist echt hart dann.
Ja, kein Minecut. Dann hast du einfach keinen Minecut mehr und dann musst du gucken, wo dein Leben hängt. Ob an den Nagel oder an den Kopf. Ja, das ist schon nicht leicht, ne? Das kann ich durchaus nachvollziehen. Pass auf. So. Wo bist du denn jetzt gerade? Dann bring ich dir das schnell vorbei. Bei meinen Kartoschkas. Bei deinen Kartoschkas oder bei deinem Breeder? Bei meinem Breeder. Das sind die Kartoschkas. Ah, da. Ach, die Kartoschkas. Kartoschka, Kartoffel. Kungas vollautomatische Villa Breeding Farm. Ja, eigentlich ist die vollautomatisch. Da kommen dann immer weiter neue Villager. Aber irgendwie gerade nicht. Ja, weil da keine drin sind. Ach so. Das ist ja mein Problem aktuell, was ich versuche zu beheben. Das weil Revi, der Dummkopf, hat es zugelassen, weil der kann ja nicht weiter als drei Schritte denken. Und da hat der ganz übersehen, dass ein Loch entstanden ist, welches meine Villager in den Tod geführt haben. Fuck, jetzt habe ich das hier abgebaut, dabei soll das gar nicht. So, hast du Minecart? Ich hab Minecart, ja. Gib 3. Warte. Ich mach eben noch den hier. Den Knopf. Du hättest den noch gar nicht da platzieren müssen, hätte auch hier an der Wand gereicht. Okay. Hier ist ein Minecart. So, jetzt setzen wir den da rein. Perfekt. So, falsche Richtung, der Eselreiter. Eigentlich brauchen wir einen Bauern Minimum, aber ich denke mal, wenn ich die selber füttere. Wenn ich den selber das Brot hinwerfe und sowas, dann geht das klar. Oder die Kartoffeln eher. So, jetzt gehst du da runter, du Reiter. Hältst deine Klappe am besten. So. Perfekt. Perfekt. So, jetzt haben wir den ersten schon mal. Den zweiten müssen wir... Ah, und Türen müssen wir auch noch installieren. Gut. Ja. Was ist hier, die Strecke? Hä? Das ist die Strecke doch hier, die werden wir sicher nochmal brauchen. Ja, aber der eine Villager, der ist ja woanders. Die im Keller hier, die Strecke, die brauchen wir eh nicht mehr. Guck mal, ob du eine Schiene von mir aufgehoben hast, weil das kann gut sein, glaube ich, oder? 2 Stück. Wie viel? 2. Hier. 2? Ja. Danke. Bitte. So, hier, verfaulte Kartoffel brauchen wir nicht. Den Knopf nehme ich mal wieder mit. So, nee, warte. Jetzt hänge ich hier fest, hier so ein Reiter. So. Jetzt müssen wir hier noch schnell, bevor es die Nacht einbricht, den einen Villager transportieren. Das macht mir ein bisschen Angst. Hui. So, wo war das Loch? Das war irgendwo... Hier war das. Von dannen mit dir. Zack, zack. Ach, der zack. Das war noch gar nicht der Dietmar hier. Wie Dietmar? Was für Dietmar? Ja, der hier, der Typ. Ich hab den einfach Dietmar genannt jetzt. Ah, korrekt. Boah, Dietmar, ich schwöre dir, ne? Hier. Ey, ja, perfekt, warte. Du musst kurz, warte. Jetzt müssen wir hier noch Platz machen. Wow, Alter! Ein oh, sorry. Ein Spitzhacke rastet. Dietmar ist geflüchtet. Irgendwo hin. Gute Frage. Dietmar? Ernsthaft jetzt? Nee, hier wird zu weit. Darf nicht abhauen. Ja, deswegen suche ich den ja gerade. Warum kommt da so ein Cleric raus, Alter? Ein richtig unnützlicher. Kann, warte, wenn ich den hier platziere. Nee, ernsthaft, wo ist der? Der ist hier nicht mehr. Der ist doch hier abgehauen irgendwo hin. Nach hier, da, hier, nach hier. Aber ist er nicht. Ach, da ist er doch. Ja, guck mal, wo der hinläuft. Komm, lauf zurück, du Ditch. Ey, Dietmar, ich schwöre dir, ne? Junge, Junge, immer diese Villager anstrengender als Kinder. Da kannst du nicht mehr lang, da habe ich gerade zugemacht. Warte, warte, versuch den mal zu transporten. Ich setze das Minecart dahin. Ah, jetzt ist das Minecart schon losgefahren. Nein, darf nicht. Es wird nämlich Nacht, das ist nämlich gar nicht gut. Dann sperr den mal wieder ein, dann beenden wir wieder die Folge, weil wenn Nacht ist, dann kommen die Zombies und dann stirbt er. Ja, der ist hier auf jeden Fall eingesperrt, der kommt hier nicht raus. Was für ein Dummkopf. Was für ein Trottel. Wo kann ich denn schlafen die Nacht? Keine Ahnung. Bei mir, bei dir, dir geht's. Und du, gut. Ja, bei mir ist ein bisschen weiter weg. Ich schlafe einfach bei Mangrohr. Bei Mangrohr. Ja, wir beenden eh hier die Folge. Die erste. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Schaut bei den C zu the Lim vorbei. Hinterlasst einen Kommentar. Eine Bewertung würde mich freuen. Weil ich wieder Internet habe, müssen wir feiern. Und deswegen ja. Sehen wir uns in der nächsten Folge, meine Freunde. Tschüss.